Hey, weißt du was, Keule? Lass uns noch ein 6-3 rausholen. Komm. Das wäre ein schöner Abschluss. Zweimal gewinnen, zweimal verlieren. Ne, dreimal gewinnen. Ne, zweimal. Ne, dreimal gewinnen. Einmal verlieren. Ne, zweimal verlieren. Ne, einmal verlieren, einmal gewinnen. Jetzt vielleicht noch einmal gewinnen und nochmal verlieren. Das wäre schön. Das würde ich mir wünschen. Und wenn es nicht klappen sollte, Keule, dann haben wir wenigstens noch ein 5-3. Besser als alles, was ich jemals zuvor gemacht habe. Yay! Oh mein Gott. Was soll's? Gucken wir noch mal, welcher beschissene Gegner uns dieses Mal wartet. Oh, ein weiterer Hexenmeister. Dinheit. Oder Dinheld. Eure Seele Dinheld. wird mir gehören. Ja, Dafür werdet ihr büßen. Okay. Wofür wird er. Ich glaube, Blutwichtel. Ja, komm. Oder? Ja, haben wir ein Turn 1 Spiel wenigstens. Und. Oh, ein Turn 2. Naja, oh nee, das machen wir andersrum. Erst der hier und dann der. Ich rieche Blut. Ja, nee, wirklich. Nee, warte mal. Ja, damit spielen wir jetzt echt risky. Also sagen wir es mal so: Wenn ich jetzt den hier mache. Und er hier auch nur eine einzige beschissene Bombe auf den droppt, ist er tot. Ich frage mich, ob. Allerdings. Muss das Naja, gut. sein? Was soll's? Wir haben wenigstens ein Turn-1-Spiel. Wir könnten natürlich auch noch abwarten in der nächsten Runde, ob wir irgendwas anderes Schönes bekommen. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. 2-3. Uncool, muss ich sagen. Uncool. Wenn wir den spielen, also kann er den enragen. Und das wollen wir, glaube ich, nicht. Wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz clever. Wir sind heute mal ganz clevere Bastarde. Panghieb, was? Oh Gott, komm schon, ey. Wenn jetzt du. Nee, komm. Das wäre schon ziemlich lächerlich. Aber das ist ja kein Druide. Ich überlege gerade, wenn er jetzt einfach mal im Pranken kommen würde. Weißt du, der würde auf einmal der hier mit einem Druiden switchen, so einmal. Und dann würde er einen Prankenhieb machen und alles wieder töten. Und das wäre sehr fies. Das würde ich nicht gut finden, Keule. Und deswegen spielen wir in der nächsten Runde den Terrorwolf Alpha, um denen noch ein bisschen Würze zu verleihen. Und den Mad Bomber werden wir uns nochmal sporen. Sparing Partner. Ich meine, man hätte jetzt auch noch bis Turn 4 abwarten können. Gar nichts spielen können und dann einfach Höllenfeuer spielen können. Hängt mit mir. Okay. Das war fragwürdig, diese Runde. Ja, das war ein bisschen fragwürdig, würde ich mal fast sagen, ey. Okay, wartet mal ganz kurz. Wenn wir jetzt angreifen, wir könnten jetzt angreifen und dann könnten wir angreifen, angreifen. Allerdings möchte ich das, glaube ich. Ich frage mich. Machen wir das so? Hauen ihn ins Gesicht oder hauen wir seinen Kleinen? Wenn wir seinen Kleinen hauen, kann er den in der nächsten Runde mit seinem Worgen ausschalten. Deswegen würde ich sagen, machen wir richtigen. Wie? Immer, jetzt, also jetzt. Nee. Nee, das finde ich gar nicht mal so toll. Ich hätte es lieber auf meinem Bären gehabt, um ehrlich zu sein. Er macht es trotzdem. Okay, das. Genau deswegen. Nein, natürlich wusste ich das nicht. Und. Naja, gut. Er hat eine Karte erst verballert. Das finde ich nicht ganz so toll, muss ich sagen. Raging Worgen kommt raus. Das ist eklig, muss ich sagen. Wir spielen den hier. Wartet mal ganz kurz. Den Enrage da. Enrage so oder so, würde ich sagen. Also. Wartet, wenn wir den jetzt spielen, Ich frage mich, ob. dann kann er sich an dem Eber enragen. Wenn er sich enraged, ist es nicht so gut für uns. Deswegen würde ich schon fast sagen, wir machen nochmal ein Board Clear. Machen wir einfach mal ein Board Clear. Wir haben ihn auf 20 runter. Das ist viel. Sagen wir es mal so, für einen Warlock ist das schon echt fies. Und in der nächsten Runde können wir dann einfach mal unseren. Vielleicht war das jetzt auch gar nicht mal so ein guter Zug von mir. Naja, das war, glaube ich, doch nicht so ein guter Zug.
Na gut, was soll's? Wir können jetzt eine... ja, gut, was soll's? Also er wird eh enragen. Ein Schuss. Und dementsprechend können wir auch hier so ein paar Kreaturen spielen. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt ein bisschen lächerlich geworden, Blizzard. Aber naja, das ist ja alles ganz in Ordnung. Auf jeden Fall kann er sich jetzt enragen, was er höchstwahrscheinlich auch... Ach, du heilige Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Hi. bevor ihr hier noch drauf geht, möchte... Also er könnte eine Karte dafür opfern. Seinen 4-2er. Und... Okay. Und dann haut er so rauf, was ihn runter auf 2 bringt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber wir können ihn eh nicht angreifen, weil er ein beschissenes Arschloch ist. Ja, ich würde sagen, das war's mit uns. Ich... könnte, also ich wüsste jetzt echt nichts, was ich hier noch spielen könnte. Ja, diesen Seelenfeuer. Super! Super toll! Wir haben ihn wieder mal auf ein bisschen, also die Board Control ist ihm entrissen worden, aber er hat immer noch Card Advantage ohne Ende. Ja, super. Ey, komm, ganz ehrlich, du hast ein so krasses Late Game, du kleiner Pisser! Das kotzt mich so gerade an. Uns fehlen die entsprechenden Kombos, um hier irgendwas reißen zu können. Und... ja, gut, ich glaube, das war's. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Ich habe nicht genug Mana. Ja, ich würde sagen, das war's denn soweit. Er wird zwar den in der nächsten Runde verlieren, weil er sich ja aufsplittet, aber er greift halt nochmal an. Denn, also er macht mir mindestens 12 Schaden in der nächsten Runde. Wir können ihn nichts anhaben, sagen wir es mal so. Und das, ja, das war unser, das ist unser 5-3, meine lieben Freunde der Sonne. Das ist zum Kotzen. Ja, in der nächsten Runde hat er mich. Ja, er hat mich definitiv in der nächsten Runde. Gut, ich kann nichts mehr machen. Ich kann mich noch hinter meinem Schild verstecken. Yay. Das Dingo. Ja. Kann mich auch noch ein bisschen mehr verstecken. Aber das wird mir im Endeffekt nichts bringen. Denn er haut jetzt einfach seine zwei anderen Kreaturen da rein und haut mit seiner Dicken auf mich drauf. Denn da bin ich runter auf 2 Mana. Quatsch, 2 Health. Und was mache ich? Was macht ein Warlock mit keinen Karten? Mit 2... Achso, nee, ist vorbei. Gut, ist vorbei. Kleine Bemerkung an diesen behinderten Lacker. Du bist das Letzte. Nee. Gut. 5-1 war ein Traum. Quatsch, 6-3 war ein Traum. Und ich glaube, ich lege mich auch gleich hin und träume weiter von diesem geilen Deck. Also, dass wir da so krass gelackt haben. Nee, das war kein Lack, das war einfach nur krasses Skill, ey, weißt du? Aber nein, Quatsch, das war... Ich könnte gerade irgendwas gegen die Wand schmeißen, um ehrlich zu sein, so verfickt wütend bin ich. Was soll's? Hey, wir sind weiter als je zuvor und wir steigern uns ja dementsprechend in Arena 5 oder 6, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir das Gold drinnen. Ja, haben wir auf jeden Fall drinne 110 Gold. Das freut mich doch. Das ist schön. Guck mal, was wir wieder hier haben für beschissene Scheiße. Nee. Dazu sage ich nur eins. Fick dich, Blizzard, ey. Ich glaube, ich hatte noch nicht eine Epic-Karte, oder? Hatte ich schon mal eine Epic? Doch, ich hatte schon mal eine Epic, glaube ich. Aber keine nützliche. So, Keule. Das war Run Nummer 5, dass der so abrupt endet mit 2 Niederlagen hintereinander. Das hätte ich mir auch nie erträumt. Und egal, wie weit wir gekommen sind, diese 2 Niederlagen, die mit so viel Luck verbunden waren, in diesem beschissenen Drecksspiel, das zehrt doch
ganz schön gewaltig an meinen psychischen Kräften und... Naja, egal. Ich werde mir jetzt erstmal noch neues Deck craften. Und natürlich bist du da wieder dabei, Keule. Das ist ja... So, egal. Keule, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Nacht oder Tag. Das war Arena Nummer 5 oder 6. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss nochmal nachgucken. Gut, was soll's. Hau rein.